So, herzlich willkommen zur Vorschau auf den 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Saison 2020-2021. Ich möchte den natürlich ganz anders diesmal gestalten und hoffe natürlich immer darauf, naja, dass man die verschiedenen Möglichkeiten auch, was man am Wettmarkt machen kann, dass man da also diesen Abgleich immer herstellt zwischen den Eintrittswahrscheinlichkeiten, also die Dinge, die uns beschäftigen, die Fragen, die uns beschäftigen eigentlich, und wie das am Wettmarkt gehandelt wird. Und es ist natürlich im Prinzip eine Abbildung dessen. Also wenn wir darüber nachdenken, wer wird deutscher Meister, gibt es eine Spannung in der Frage, wer steigt ab oder so etwas, zum Beispiel, dann hat es natürlich auch immer etwas damit zu tun, dass man vielleicht eine Meinung dazu hat und vielleicht diese Meinung eben sogar mit einer Wette irgendwie untermauern würde. Natürlich geht es immer konkret auch um die Paarung, wo man halt sagt, ach, der Sonnabend ist so ein bisschen noch reserviert für die Bundesliga oder so, für viele vielleicht, für viele der traditionellen Fans. Und dann, obwohl es jetzt Salami-Spieltage ist ja jetzt abgeschafft wieder von bis Montag, aber jetzt ist es halt Freitag bis Sonntag. Okay, trotzdem noch Kernspielzeit, die 15.30 Uhr am Samstag. Aber dass man natürlich trotzdem sich immer beschäftigt mit seinem Verein. Vielleicht jeder hat seinen irgendwie, vielleicht hat auch einer zwei oder drei oder sagt, die mag ich auch und die will ich gar nicht oder so, die sollen absteigen. Dass man also diese ganzen Fragen natürlich jeder, naja, Bundesbürger, man kann es fast sagen, ne? Die Leute schämen sich ja fast, wenn sie sagen würden, nee, vom Fußball habe ich gar nichts. Naja, man muss sich nicht schämen, aber es ist trotzdem so ein bisschen, als ob man, naja, das zum guten Ton gehört, dass man die Fußball-Bundesliga wenigstens, ne, dass man wenigstens weiß und so. Aber ich bin natürlich auch skeptisch, wisst ihr vielleicht auch schon, dass ich eben sage, viele Dinge laufen halt auch nicht so gut im Fußball. Und jetzt der Bericht bei Sky war gerade über die, wie schlecht es den Vereinen jetzt geht, aufgrund von Corona-Zuschauerlosigkeit, was ja dann offensichtlich wäre. Aber es kommt natürlich dann immer mehr, sickert durch, dass es ihnen vorher auch schon nicht so gut ging. Und das glaube ich natürlich schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass eben das ein bisschen sehr aufgeblähtes Geschäft ist und dass das sich nicht refinanziert, dass es also externes Geld ist und so weiter. So, aber wir schauen jetzt einfach mal auch konkret auf die Paarungen, die anstehen. Die wir natürlich auch im Ansatz vielleicht diskutieren können, aber ich würde sagen, auch das hängt natürlich mit den letztendlichen spannenden Entscheidungen in der Liga, wie gesagt, zusammen. Also man würde vielleicht auch auf seinen Verein gucken, bloß wenn man jetzt sagt, ob die nun 9., 10., 8. werden. Naja, klar freue ich mich auch, wenn sie spielen am Sonnabend oder so, aber es ist jetzt nicht die ganz große Abhängigkeit. Natürlich ist die Bundesliga inzwischen auch so aufgebaut, dass man eben sagt, ah, für jeden Punkt, Tabellenplatz oder sowas gibt es Geld. Dann eben überall gibt es auch noch Entscheidungen, die offen sind. Also was dann fast jede Mannschaft betrifft, können wir also an der Tabelle sehen. Aber dass man jetzt noch einen zusätzlichen Wettbewerb international, dass man eben sagen kann, nachher zählt auch noch der 9. Platz oder so, dass man irgendwas international spielen kann. Ich weiß nicht mehr den Namen dessen, was sie da eingeplant haben. Aber dass man also versucht, für jede Mannschaft auch bis zum letzten Spieltag, dass es um was geht. Und außer darum, schönen Fußball zu spielen und vielleicht den Zuschauer zu unterhalten. Was aber dann eben ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt ist. Also jetzt die Paarung selbst kann man eben dann wieder diskutieren. Tabellenrelevant oder wettkampfrelevant, inwieweit es jetzt hier um Entscheidungen geht, die noch ausstehen. Oder inwieweit einen einfach jetzt die Paarung interessiert. Aber hier habe ich jetzt einfach mal nochmal das alte Berechnungssystem, was nur auf den Ergebnissen beruht, dem neuen Berechnungssystem gegenübergestellt im Sinne der Torerwartung. Und da kann man natürlich hier jetzt vielleicht auch ein bisschen was herauslesen, aber man sieht eben zum Beispiel, dass natürlich Leipzig klarer Favorit ist, dass Bayern natürlich in Wolfsburg Favorit ist. Dann sind sie ausgeschieden aus der Champions League, Vorsprung in der Liga 5 Punkte. So und so viele Spiele halt noch, also 28, 29, 30, 31, 32, 34, 7 Mal wird noch gespielt. Aber dass sie jetzt natürlich den Fokus dann hätten, jetzt die Meisterschaft dann vielleicht doch einzufahren, dass ihnen aber trotzdem so klein ein bisschen eine Krise eingeredet wird, aufgrund der schon Hinspielniederlage gegen PSG,
Dann haben sie 1-1 nur gegen Union mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft, jetzt immer noch Personalprobleme. Und jetzt auf einmal ist die Meisterschaft auch in Gefahr. Da schauen wir gleich mal auf, was der Markt darüber denkt. Schalke ist dann eben auch so ein bisschen, also schon aus der Verlosung, was den Klassenerhalt angeht. Auf der anderen Seite haben sie nun mit dem Sieg gegen Augsburg halt dann die kleine Chance doch wieder bewahrt, dass man eben sagt, naja, nun nach Freiburg fahren werden wir auf jeden Fall. Und dann natürlich versuchen nochmal 3 Punkte und wenn wir es nochmal schaffen, vielleicht ist eben das kleine Wunder doch noch möglich. Also kapitulieren werden sie nicht. Wir können das auch gleich in den Chancen halt nachlesen. Ne? Und das ist halt dann eben auch so ein bisschen die spannende Frage. Natürlich kann man immer sagen, Leverkusen-Köln zieht ja sowieso immer rheinische Derby oder so. Aber jetzt muss man eben auch da natürlich schauen, für wen geht es um was? Na, für beide um alles, weil die wollen noch Champions League und so weiter und die wollen Klassenerhalt. Also ist es in jeder Hinsicht brisant. Ne? Auch Dortmund-Werder, jetzt nachdem Werder so viele Spiele verloren hat, doch wieder abgerutscht, dann plötzlich doch wieder die Chancen auf den Klassenerhalt oder nicht Klassenerhalt, also Abstieg. Und Dortmund natürlich trotzdem jetzt noch mit der gewissen Hoffnung in die Champions League zu kommen. Und Mainz-Hertha natürlich auch, spannendes Duell im Sinne von wer steigt ab und das ist natürlich dann ein sehr brisantes Duell. Ne? Da sehen wir vielleicht aber auch hier, der Computer sagt schon von sich aus wenig Tore. Naja, passt das, passt eigentlich gut. Ne? Jetzt habe ich nicht über Gladbach gegen Frankfurt gesprochen, dass eben hier natürlich auch noch europäische Plätze ausgespielt werden, wobei Frankfurt natürlich jetzt ganz, ganz weit die Nase vorne hat. Ne? Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, was hier die fairen Quoten, das kann man eben abgleichen. Das ist aber jetzt vom alten System berechnet, da könnte man nochmal das neue System dann dagegen halten und schauen, ob der das wahrscheinlicher sieht oder weniger wahrscheinlich. Wir haben das hier, ich möchte jetzt keine konkreten Tipps abgeben auf die Spiele, weil das eben, also A, habe ich eben jetzt auch in diesen Zeiten wirklich nicht diesen Erfolg gehabt. Das ändert nichts an meiner Herangehensweise oder der wissenschaftlichen Arbeit, die ich hier weiterleiste und wo ich auch die ganzen Beobachtungen mache. Wie sagen wir, die Zuschauerlosigkeit hat schon einen Einfluss, wobei ich das durchaus antizipiert und gar nicht mal so schlecht habe. Aber es sind auch ein paar andere Effekte von wegen Verletzungen, dieser komprimierte Spielplan und so weiter, die alle also einen etwas unübersichtlichen Einfluss haben. Wenn man hier vergleichen möchte, kann jeder für sich machen, dass er eben schaut, wo ist die Bezahlquote, die Marktquote höher als die faire Quote. Wenn es steht faire Quote, dann könnte man das immer spielen, wenn die Marktquote darüber liegt. Da kann man sich dann, also hier haben vielleicht 3 Indikationen, aber alle 3 würde ich eben dann sagen, auch lieber nicht. Indikation ist eben immer dann gegeben, wenn die faire Quote, die Marktquote über der fairen Quote liegt. Das heißt, Indikation immer dann, wenn Marktquote über fair liegt. Und trotzdem würde ich das nicht mal empfehlen. Und insofern schauen wir vielleicht mal auf ein bisschen andere Effekte, was ich eben vorhatte, beziehungsweise andere Entscheidungen, die ausstehen und die interessant sind. Dass ich die Tabelle hier mit abbilde, wir haben eben auch immer hier die Vergleichsmöglichkeiten mit den erwarteten und erzielten Toren, Punkten, Heimsiegen, Toreschnitt 3,0, erwartet 3,104. Letzte Saison war er höher, der Computer passt das dann eben so ein bisschen an. Warum ist er etwas gesunken, macht mir auch ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist für mich auch jetzt der Videoassistent, der eben da einen erheblichen nachteiligen Einfluss hat, indem er eben Tore aberkennt in der Vielzahl und das macht sich hier meiner Meinung nach statistisch deutlich bemerkbar. Hier habe ich nochmal die Tabelle mit den erwarteten Punkten, mit den erzielten, mit den erwarteten und mit den Schuttpunkten. Also sprich, wie gut waren ihre Leistungen im Verhältnis zur Erwartung bzw. auch im Verhältnis zur Punktausbeute. Und man sieht vielleicht, dass also die Top-Mannschaften nicht ganz so überragend gespielt haben. Auch Leipzig hat zu viele Punkte gesammelt. Was heißt schon zu viele? Wenn man gut spielt, kann man auch Punkte, aber eigentlich waren ihre Leistungen nur im Rahmen der Erwartungen, haben aber trotzdem 60 rausgeholt, aber keiner würde das jetzt so unbedingt nachteilig irgendwie für sie bewerten. Die haben aber Glück gehabt, so empfindet man es nicht. Aber der Computer würde es eben so ein bisschen als glücklich bezeichnen, in dem Sinne, dass er sagt, ganz so viele Punkte hätten sie auch nicht verdient gehabt. Aber das ist, da wird es eben schon zum Teil philosophisch. Auch bei Wolfsburg kann man sagen, die Leistungen waren gut, weil besser als erwartet, aber 54 Punkte standen nicht zu. Man wird es sozusagen bei allen Mannschaften von vorne sehen, dass sie eben eher zu viel haben. Bei Bayern ist es eigentlich ein Standard, dass es relativ gut übereinstimmt. Ne? Bei Dortmund ist es zum Beispiel, die haben also wirklich viel Pech gehabt, obwohl ihre Leistungen halt auch so fast 2 Punkte hinter den Erwartungen waren. Bei Leverkusen war es zum Beispiel so, dass die Leistungen eigentlich okay waren.
und die halt nicht die Punkte haben. Ne? Schalke hat schlecht gespielt und so, hat aber trotzdem viel zu wenig Punkte. Köln hat nicht so schlecht gespielt, hat überhaupt nicht die Punkte. Trainer auch noch rausgeschmissen. Aber das sind halt alles so Dinge, wo man dann eben nochmal mit sehr viel mit der Lupe rauf, also wo man dann, ne, wem will man eigentlich haben und wer ist so gar nicht die Mannschaft, aber da sollte man sich schon im Verlauf der Saison auch ein bisschen mehr damit vertraut machen, dass man eben nicht sagt, heute steige ich ein, oh, Werder hat ja gar nicht gut gespielt, jetzt spiele ich gegen die. So einfach geht es dann auch nicht, weil da muss man wieder ein bisschen die Entwicklung sehen. Das habe ich diese Woche nicht drin, das hatte ich letztes Mal. Hier könnten wir jetzt nochmal gucken, wie das Ranking eigentlich ist. Es ist normal, dass Bayern halt vor, das ist das aktuelle gespeicherte Ranking, das entwickelt sich halt aufgrund der jüngst gespielten Ergebnisse, also es wird jede Woche angepasst aufgrund der Ergebnisse, die Ergebnisse sind aber im Abgleich mit der Erwartung, ne, dass man jetzt sagt, Bayern ist trotzdem besser als Leipzig. Wir hätten auch hier einen konkreten Wert mit 2,24 gegenüber 2,0. Das ist halt der Quotient aus zu erzielenden und Gegentoren, erwarteten Gegentoren. Der Quotient ist halt noch günstig und günstiger als der von Leipzig, obwohl Bayern hier offensichtlich mit den Gegentoren halt ein kleines Problem hatten. Das hat man die ganze Saison über gesehen, hat ihnen vielleicht auch gegen PSG, das, naja, wurde ihnen zum Verhängnis, dass sie eben doch dann immer wieder hinten was zugelassen haben. Ne? Hier sieht man halt so, Schalke kann ja nur Letzter sein, Augsburg Vorletzter, in dem Ranking halt. Bielefeld war gar nicht so schlecht, auch nicht zuletzt, aber halt trotzdem dann Drittletzter. Und Werder Köln, zum Beispiel Köln, hat also aus dieser Sicht hier zu Unrecht den Trainer entlassen. Mainz hat einen riesen Sprung gemacht, Freiburg ist ein bisschen abgerutscht, Hertha ist gar nicht so schlecht, aber hat halt die Punkte nicht und hat dann auch andere Probleme. Das Heimranking habe ich hier nur nochmal mit eingeblendet, dass es halt nur erkennbar ist, dass das auch der Computer nach seiner Logik das mit einrechnet. Wer hat eben zu Hause mehr den Erfolg oder auch die Leistung und wer hat sie auswärts mehr und danach wird es halt hier ein bisschen mit gerankt. Und ich, also wird eingerechnet, das Ranking. Und ich will jetzt hier nicht zu tief drauf eingehen. Hier habe ich nur mal das Ranking gemacht nach den Punkten, die sie haben sollten. Und dann sieht man eben, wer hier Glück hatte, der hat eben hier ein großes Plus oder so. Bayern steht natürlich genau da, wo sie hingehören. Wer zum Beispiel jetzt am meisten Glück hatte, in Anführungszeichen, wäre halt Wolfsburg, die eben auf 11 stehen, aber nach Leistungen eher 17. wären. Ne? Aber da gibt es eben gar nicht mal so große Abweichungen, was aber auch normal ist in einer längeren Saison. Hier habe ich nur noch mal aufgelistet, wer um wie viel besser gespielt hat als erwartet oder um wie viel schlechter. Leipzig zum Beispiel ist hier gar nicht, einfach nur Mittelfeld. Sie haben halt einfach ihre Leistung gebracht, nichts zu beanstanden. Aber es ist eben nur das, wer hat am meisten überrascht, aber dann eben auch das mit Leistung untermauert. Also sprich, manchmal machen die Mannschaften auch nur viele Punkte und haben vielleicht Glück. Und dann würden sie hier nicht vorne stehen. Aber bei Union zum Beispiel war es eben am meisten, dass es zusammenpasst, dass sie sehr gute Leistungen, aber auch die Punkte erzielt haben, was hier aber keine Rolle spielen würde. Also hier geht es nur nach der Erwartung, wie viele Punkte habe ich erwartet und wie viel hätten ihnen zugestanden nach den Leistungen. Also ihre Leistungen waren gut, die Punkte sind nochmal eine andere Bewertung. Ne? Stuttgart hat eben als Aufsteiger überrascht oder mich überrascht, weil sie eben ihre Leistungen besser waren als die Erwartung. Köln ist eben sensationellerweise hier auf Rang 3. Das heißt aber, ich habe sie vielleicht sehr schlecht eingestuft und sie haben dem gegenüber überrascht. Also das ist sozusagen hier nur die Abweichung meines Computers gegenüber der von mir ihm eingeredeten Erwartung, die aber schon natürlich ziemlich realistisch und über die Jahrzehnte schon verifiziert ist. Zum Beispiel auch Hertha habe ich eher sogar unterschätzt im Computer. Ihre Leistungen waren okay. Die Tabellensituation kennen wir ja. Ne? Gladbach zum Beispiel hat am meisten enttäuscht. Da würde man vielleicht ein bisschen sogar zustimmen. Dann sagt, Mensch, 9. Platz und eigentlich dachte man Champions League. So ungefähr Marco Rose, Wechselbekannte geben. Schalke hat eben auch hier natürlich eine negative Abweichung gegenüber der Erwartung. So, und jetzt wollte ich mal ganz kurz auf diesen Punkt noch kommen. Wer wird deutscher Meister? Inwieweit jetzt diese Spannung, jetzt habe ich hier falsche Werte, denke ich mal, hingeschrieben. Also das ist mir jetzt sehr peinlich, dass mir das passiert ist, weil das halt 4,1% sind. Ich weiß nicht, was da, naja, es ist halt ein Druckfehler. Dass es halt 95,9% sind, natürlich sind 5 Punkte aufholbar. Also das ist ja, sieht man ja sofort, weil sie brauchen ja nur die letzten beiden zu verlieren und Leipzig gewinnt die letzten beiden. Dass es eben recht unwahrscheinlich ist, merkt man ja auch, weil es ist so wenig Luft und wir haben ja die bessere Mannschaft. Wenn Leipzig jetzt vorne wäre, gut, dann wären die Prozente vielleicht 75-25 zum Beispiel, weil dann eben Bayern doch das Potenzial hätte, das noch
eher aufzuholen. Ne? Und jetzt kommt eben raus eine faire Quote, das ist der einfach nur Kehrwert davon, und eine faire Quote auf Leipzig. Und dann habe ich das einfach mit dem Markt verglichen, weil ich nur sehen will, weil das ist also Ergebnis einer Simulation, die mein Computer durchführt, was ich ihm beigebracht habe. Also schon vor 30 Jahren übrigens konnte ich so simulieren. Also das existiert schon ewig. Ob man damit am Markt jetzt Geld verdienen kann, das muss man natürlich sehr langfristig sehen, zumal man eben hier auch nicht überdimensionale Beträge überhaupt platzieren kann. In diesem Falle aber decken sich ja meine Ergebnisse mehr oder weniger mit den Marktergebnissen. Das heißt, der Computer würde hier überhaupt nichts spielen. Also er würde weder Leipzig 15,0, faire Quote ist 24,39, also er würde das nicht spielen. Und er würde auch nicht Bayern spielen. Also der Markt hat quasi die gleiche Einschätzung wie der Computer. Es ist sozusagen in dem Sinne keine spannende Frage. Hier werden auch keine Umsätze gemacht werden. Ob nun irgendein Leipzig-Fan noch sagt, ja, das schaffen die noch und dann mache ich mal 10 Euro darauf oder so. Aber ich würde es halt nicht mal raten dazu. Und da ist eben dann trotzdem auch die Frage, ob man jetzt im Moment überhaupt die Meisterschaft diskutieren würde. Man würde sie eigentlich nicht so, auch wenn dann vielleicht bei Sky heißt es, ja, ist denn nun schon so und vielleicht kann doch Leipzig doch nochmal, ist normal, Journalismus, dass man dann eben auch sagt, wir wollen ja die Zuschauer nicht vergraulen und sagen, Meisterschaft ist durch, obwohl das dann auch gelegentlich mal gesagt wird, sowas. Aber es ist eben 4,1%, sehr unwahrscheinlich, kann aber passieren, aber da wird man jetzt nicht besonderen Umsatz erzielen. Hier habe ich jetzt eben mal das aufgelistet, was den Abstieg angeht. Und da macht meine Simulation genau das Gleiche, nur eins kann sie halt nicht bewerten, was passiert, wenn jemand auf dem 16. Platz landet. Und das habe ich eben dann selbst übernommen, intuitiv. Also man könnte eher im Moment von zwei Drittel, ein Drittel ausgehen. Im Moment, also eigentlich, das ist so ungefähr zwei Drittel, aber es ist ja viel zu wenig, um Statistik zu machen. Ne? Der Bundesligist hat sich häufiger durchgesetzt, aber hat er vielleicht Glück gehabt, wie HSV gegen Karlsruhe oder so, über die 90. Minute ein Tor. Aber da waren auch andere Fälle, wo es halt sehr knapp war und dann Hertha, Düsseldorf, wie war das? Also, aber da war es ja, glaube ich, sogar der Zweitligist, der sich durchgesetzt hat. Aber es gibt eben Fälle und aber viel zu wenig, um damit Statistik zu machen. Man könnte trotzdem aber annehmen, dass der Bundesligist einen leichten Vorteil hat. Das habe ich ja in den 40% ausgedrückt. Ne? Jetzt muss ich halt leider nochmal hier rüber gehen, dass eben bei Köln letztendlich rauskommt als faire Quote 1,46. Das sind die 68,34%, die sich eben aus dem möglichen 16. Platz auch ergeben, wo sie dann halt zu 40% absteigen, so wie ich das etwa eingeschätzt habe. Ne? Und bei Werder Bremen kommt jetzt auch noch eine Chance raus, eine messbare, die ist nicht so groß wie die, dass Leipzig Meister wird. Solche Verhältnisse manchmal zu vergleichen, finde ich auch gar nicht mal so uninteressant, weil also ja die Werder-Fans würden schon jetzt sagen, oh weia, viermal verloren, vielleicht verlieren sie mal achtmal und auf einmal sind wir draußen, obwohl das also schon lange Zeit sehr gut aussah. Und dann hat man halt diese gewisse Sorge, dass jetzt andere sagen, hoffentlich Werder oder so, glaube ich nicht so sehr, aber dass man eben trotzdem so ein bisschen das Verhältnis 2,78% gegenüber 4,1% hat, also Leipzig mehr. Aber da tun sich die Menschen dann normalerweise schwer, sowas einzuschätzen. Ne? Hertha hat natürlich eine sehr vernünftige Einschätzung, also Wahrscheinlichkeit auf Abstieg, weil es ja nun mal alles andere als safe ist, wie sie da stehen und ja die ganze Saison am Kämpfen sind, aber sie haben ja quasi da als kleines Polster aus Sicht des Computers haben sie ja ihre Spielstärke, weil die natürlich ihnen dann einen kleinen Boost nochmal gibt, im Sinne von, also einfach nur was die Computerbewertung angeht, ne? Dass er, da kann man eben sagen, nee, so gut sind die doch nicht und das wird viel schlimmer. Also das ist eben dann natürlich meine persönliche Einschätzung oder die Computerbewertung, die kann man gar nicht so sehr auseinanderhalten. Aber die harte Einschätzung beruht ja zum Teil auch auf den Leistungen. Also wenn man hier sagt 10,8, 9,26 können wir gleich mit dem Markt vergleichen. Aber dann, also die faire Quote und die Wahrscheinlichkeit, könnte man die auch ein bisschen höher setzen, indem man sagt, so gut ist der Hertha gar nicht. Und gerade da haben sie richtig Schwierigkeiten. Hier haben wir eher den Effekt, ne, dass Schalke überhaupt nochmal, also siebenmal sind sie noch 17. geworden, was ja schon bei 1000 Simulationen, wie sie gemacht haben, ein einziges Mal hatten sie die Chance noch, ich habe das hier vielleicht falsch geschrieben, hier mich auch vertippt oder so, aber ihr versteht schon, 99,94% sind die Abstiegswahrscheinlichkeit. Und bei Bielefeld kommt natürlich ein relativ hoher Wert raus, aber sie haben ja nun das letzte gute Ergebnis geholt und auch mit dem neuen Trainer defensiv viel stabiler und so. Und jetzt haben sie tatsächlich, also naja,
hier eine relativ gute Chance sozusagen. Also ist ja die Fairequote auf Abstieg, also haben sie mehr Chancen, sogar die Klasse zu halten, sagt der Computer. Mainz hat sich natürlich auch da rauskatapultiert. 3,93 nur noch Fairequote. Also sprich, sie sind, naja, jetzt haben eine sehr gute Chance, drin zu bleiben, 75% oder 74, ne? Augsburg ist natürlich so gut wie gesetzt gesichert, aber natürlich eben auch noch nicht, also sagen wir 1,14%, naja, immerhin, 7-mal verlieren, die anderen punkten ein bisschen, ne? Hoffenheim ist halt auch 4-mal auf dem 16. Platz noch abgerutscht, klar, mit den 30 Punkten sind sie noch nicht sicher, sind wie Werder, haben aber dann wieder die Spielstärke auf ihrer Seite, ne? Abgesehen von den Gegnern, die halt dann teils nicht bewertet, ich weiß jetzt nicht ganz, vielleicht haben sie 31 Punkte, ne? Genau, haben einen Punkt mehr noch als Werder, was dann natürlich auch eine Rolle spielt. Hier können wir jetzt nur noch mal gucken, was der Markt darüber denkt, und da haben wir halt diese Werte hier jetzt und 1,3, da hatten wir 1,46, bei Bielefeld 2,7, da hatten wir 3,18, können wir auch nicht spielen, bei Mainz haben wir 4,5, das wäre das Einzige, was wir spielen könnten, weil die wären jetzt halt durch den Boost, den sie durch die guten Ergebnisse haben, halt nochmal so ein bisschen höher bewertet, was vielleicht auch richtig ist, aber der Computer bewertet sie halt so, wie er es tut. Und da würde halt jetzt ganz leicht die Indikation pro Mainz steigt doch noch ab für 4,5. Ne? Ich hatte jetzt selber noch nicht geguckt, ich vergleiche das jetzt. Bei Hertha haben wir eine 7,0, das ist 9,26, also können wir das nicht spielen. Wir wollen es ja auch gar nicht. Werder haben wir eine 17, da hat man 35,97. Der Computer würde praktisch die gleiche Quote zahlen ungefähr. Oder er würde auf jeden Fall das nicht wetten wollen. Bei Augsburg haben wir eine 30, ist natürlich ein Witz, gegenüber 87,72. Bei Hoffenheim steht da eine 40, weil sie einfach das hingeschrieben haben. Da steht bei mir 625. Das kann man natürlich auch nicht spielen. Aber hier könnte man eben sagen, da siehst du, wenn noch 2, 4, 6, 8 Mannschaften irgendwo im Abstiegskampf sind, wobei ja Schalke so gut wie sicher, ne? 99,94%, naja, wie viel können es noch werden? Aber natürlich durch den Sieg jetzt ein ganz bisschen angeschoben, aber ob wir jetzt halt dann da nochmal Spannung empfinden, würde man vielleicht schon, sagt man, mal gucken erstmal, wie es in Freiburg ausgeht, ne? Aber zumal Freiburg hier in der Liste ja gar nicht auftaucht, dann könnte man sagen, ne, so 100%ig müssen die ja auch nicht mehr, haben sie auch in den letzten Wochen nicht mehr und so weiter. Aber das sind eben quasi jetzt nochmal diese Diskussionen, um das deutlich zu machen, dass wir halt über Saisonentscheidungen, dass die halt den Teil der Spannung ausmachen, dass aber hier nicht unbedingt die Bewegung ist am Wettmarkt oder dass hier große Action ist oder so, ne? Aber dass wir trotzdem irgendwo auf diese Art auch diese Fragen stellen können, beantworten können, natürlich nur in Form von Wahrscheinlichkeiten und dass das auch übersetzt wird in Quoten am Markt und dass man da natürlich auch eine Chance hat. Wir haben ja sogar eine Wette gefunden, ob ich nun das besonders heiß finde, Mainz steigt ab für 4,5, ich denke mal nicht, aber es wäre eben laut Computer spielbar. So, und damit möchte ich mich für heute auch schon verabschieden. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche bin ich wieder da. Tschüss.